vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann und über mein Promotionsthema sprechen kann. Und freue mich auch insbesondere auf Rückmeldung am Ende des Vortrags, weil ich noch in einer etwas konzeptuellen Phase bin und deswegen auch noch sehr offen bin für Feedback und Ideen, was man vielleicht mit den Netzwerkmodellen noch machen könnte. Aber steigen wir doch jetzt auch direkt ein. Rahle von Haken schrieb an einen Brief an Henriette Hertz 1819. Sie, damit sind die Frauen gemeint, haben der beglatschten Regel nach gar keinen Raum für ihre eigenen Füße. Müssen sie immer dahin setzen, wo der Mann eben stand und stehen will. Und sie sehen mit ihren Augen die ganze bewegte Welt wie etwa einer, der wie ein Baum mit Wurzeln in der Erde verzaubert wäre. Und mit diesen Worten begrüße ich Sie ganz herzlich zu meinem Vortrag Netzwerkanalyse und Data Feminism, Frauenbriefe in frühromantischen Briefnetzwerken. Ich zeige euch und Ihnen heute, wie ich in meiner Promotion mit Hilfe der historischen Netzwerkforschung und mit Ansätzen aus dem Data Feminism den frühromantischen Briefwechsel untersuchen will, sodass die Rolle der Frau in diesen Korrespondenzen aufgearbeitet und so eben auch kulturhistorische Rückschlüsse auf die Rolle der Frau im Bürgertum um 1800 gezogen werden können. Moment, jetzt. Zu meiner Agenda. Ich werde zuerst auf meine Forschungsinteressen bei dem Thema eingehen, dann die Quellen vorstellen, die in dem Projekt der Korrespondenz der Frühromantik, das ja schon erwähnt wurde, erhoben werden, auch noch etwas näher zur Datenerhebung etwas sagen und werde dann auch vor allem, das wird zu dem größten Teil ausmachen, auf die Methoden eingehen, nämlich zum einen das theoretische Framing, also wie ich mich diesen Frauenrollen nähern möchte, als auch der historischen Netzwerkanalyse. Zeige dann meine Datenmodelle oder die ich vorhabe, also die ich erarbeitet habe und auch schon sehr erste Ergebnisse, wobei das eher so ein Ausblick sein kann auf das, was eben mit dieser historischen Netzwerkanalyse in dem Zusammenhang möglich ist und gehe dann auch noch auf eine kurze Diskussion des Gesagten ein und gebe eine Zusammenfassung. Nun kommen wir aber direkt zu meinen Forschungsinteressen in meiner Promotion. Ich habe hier oder einen Ausschnitt aus einem Graph-Commit mitgebracht, den ich ja auch schon für das Abstract hier zum Vortrag gewählt habe. Und eigentlich könnte ich jetzt hier auch stoppen, weil dieser Ausschnitt zeigt eigentlich ganz genau das, über was ich jetzt die nächsten Minuten sprechen möchte. Nämlich, dass wir eben, wie so oft, Quellen haben zu Personen. In unserem Fall sind es jetzt Briefe, aber das ist auch ein generisches Problem, dass man auf andere Daten, die eben auf historischen Quellen basieren, übertragen kann. Und wir möchten mit denen jetzt irgendwie qualitative Analysen machen, um daraus Ergebnisse zu ziehen, aber sehen uns eben mit der Aufgabe konfrontiert, dass wir oft ja, eben zerstörte oder verlorene Briefe haben oder Quellen, dass wir bei manchen Briefen oder Quellen gar nicht wissen, dass sie auch existiert haben, aber davon ausgehen, dass sie da waren. Und eben vor allem bei älteren Editionen zum Beispiel eine sehr spezifische Perspektive auf diese Quellen geworfen wurde. Und all das sind Gründe, dass wir eben, wenn wir das zum Beispiel in einem Netzwerk untersuchen, wir Lücken und blinde Flecken in diesem Netzwerk haben, mit denen wir irgendwie umgehen, die wir adressieren müssen. Düring spricht in diesem Zusammenhang auch von der Schnittstelle zwischen Quellenkritik und Quantifizierung. Und dieses Bild können Sie und ihr euch einfach so ein bisschen im Kopf behalten für alles, was ich in den nächsten Minuten sagen werde. Wenn man das Ganze ausformuliert in Forschungsfragen, ergeben sich folgende Fragen für mich oder für meine Arbeit, nämlich zum einen, welche neuen Möglichkeiten eben quantitative digitale Methoden bieten können, um die Rolle der Frau im Briefnetzwerk der Frühromantik neu zu erforschen und wie man auch diese Ergebnisse an die geschlechtergeschichtliche Forschung zur Frau um 1800 zurückführen oder anknüpfen kann. Dann auch dahingehend, welche Möglichkeiten von Einflussnahmen Frauen hatten, die vielleicht noch nicht quantifizierbar waren bis jetzt, und auch welches kreative Potenzial von Frauen man zum Beispiel durch so eine netzwerkanalytische Untersuchung formalisierbar machen kann, wie zum Beispiel die Mitarbeit an Werken. Und in einem größeren Zusammenhang geht es eben auch darum, wie man durch Methoden wie zum Beispiel der historischen Netzwerkanalyse solche marginalisierten Gruppen untersuchen kann. Und dass eben diese Biases, die wir eben in den Quellen haben, sich in den Daten widerspiegeln und damit eben auch unreflektiert wiederholt und zum Weitergetragen werden könnten. Aber auch, welches Potenzial vielleicht so eine Untersuchung hat im Gegensatz zu einem eher rein qualitativen Vorgehen.
Ich gehe nun kurz auf die Quellen ein, die meinen Untersuchungen zugrunde liegen. Wie bereits erwähnt, werden die Quellen in dem Projekt Korrespondenz in der Frühromantik erhoben. Das ist ein DFG-Projekt, das seit Mitte 2022 läuft, mit geplanten Laufzeit von 6 Jahren. Und innerhalb dieses Projekts haben meine Kolleginnen und ich, wir sind an 3 Arbeitsstellen, der Akademie hier in Mainz, der Uni in Mainz und dem Center for Digital Humanities in Trier. Wir möchten da eben diesen Briefkorpus der AkteurInnen der Jenaer und Berliner Frühromantik zwischen 1790 und 1802 untersuchen im Hinblick auf Kommunikationsprozesse und Wissensstrukturen innerhalb dieses Netzwerkes, innerhalb dieser Briefe. Vielleicht ein kurzer Satz zur Frühromantik, falls noch nicht bekannt. Unter Frühromantik versteht man eine Gruppe von jungen Menschen, die um 1800 gelebt haben und die auch als eine intellektuelle Revolution bezeichnet werden, weil sie eben über Poesie, Literatur und das Schreiben davon auf eine ganz neue Art und Weise nachgedacht haben und auch zum Teil ja, in Verhältnissen gelebt haben, die vielleicht für diese Zeit nicht unbedingt üblich waren. Warum wollen wir jetzt diese Briefe untersuchen? Die bisherige Quellenlage ist eben jene, dass die Briefe vor allem in Personaleditionen zersplittert vorlagen oder eben als Einzelkorrespondenzen und zudem fast ausschließlich im Print. Und wir wollen jetzt diese insgesamt circa 6.500 Briefe eben digital aufbereiten, bereitstellen. Und eben auch unseren Forschungsfragen gemäß eine netzwerkanalytische Untersuchung machen. Mich interessieren dabei ja vor allem die Frauen im Korpus, deswegen habe ich jetzt die Edition, die praktisch direkt in den Korpus eingehen, mal mit aufgenommen, nämlich die von Dorothea Veit-Schlegel, Caroline Schlegel-Schelling und ihrer Tochter Auguste Böhner, Sophie Bernhardi-Tieck und Raya Levin. Das heißt, von diesen Frauen werden alle Briefe, soweit sie eben ja, noch vorhanden sind oder auffindbar sind, von und an ediert. Wir haben darüber hinaus aber natürlich auch noch die Korrespondenzpartnerin aller Beteiligten im Korpus. Das heißt, wenn jetzt Auguste Schlegel einen Brief mit Madame de Staël aufgetauscht hat, ist dieser Brief auch im Korpus enthalten. Und auch Frauen, die selbst vielleicht ja keine Briefe geschrieben haben, aber eben innerhalb der Briefe erwähnt werden, können eben in Form von Registerdaten auch in die Untersuchung Eingang finden. Ich habe ja auch mal unsere Website mitgebracht, briefederomantik.de. Wenn Sie und ihr da Lust habt, könnt ihr auch gerne da schon mal schauen, was wir bis jetzt so gemacht haben. So, wie kommen diese Briefe nun dahin, beziehungsweise wie bekomme ich die Briefe für meine netzwerkanalytischen Untersuchungen? Unser Workflow sieht folgendermaßen aus, dass es wurden ja schon die August-Wilhelm-Schlegel-Edition als Vorgängerprojekt genannt. Aber eben auch Briefe, die jetzt neu OCR gescannt werden, die werden in der Forschungsumgebung FOD, die von der Universität Trier bereitgestellt wird, gesammelt und ediert und bearbeitet von den Kolleginnen an der JPU in Mainz. Und mit dieser Forschungsumgebung kann man verschiedene Exporte machen. Wir ziehen uns daraus einen JSON-Export und speisen diesen dann in unsere Graph-Datenbank Neo4j ein. Wir haben auf Grundlage des CDOC-CRMs als Upper-Ontology praktisch ein logisches Datenmodell noch miterarbeitet, das die Grundlage für diesen Knowledge-Graphen ist, anhand derer wir eben das, was uns an den Briefen interessiert, modellieren. Und aus diesem Knowledge-Graphen heraus dann wiederum können wir dann auch verschiedene Exporte machen, zum Beispiel einen CSV-Export, um dann eben jene Knoten und Kanten, die ich jetzt oder die wir für unsere Netzwerkanalysen brauchen, wieder herauszuziehen und in eine Software für das Netzwerkanalyse zu geben. Das ist jetzt in dem Fall Visone, mit der wir da arbeiten. So viel zu den Quellen. Ich komme nun zu den Methoden. Also wie möchte ich mich diesen Frauen im Netzwerk annähern? Welches theoretische Framing stelle ich dahinter und wie definiere ich Rollen von Frauen in diesem Netzwerk? Wenn wir jetzt über Frauen der Frühromantik reden, reden wir ja auch über einen gewissen historischen Kontext. Und das ist in dem Fall eben der der Frau im Bildungsbürgertum um 1800. Das war eine Zeit, die von Kosselek auch als Sattelzeit, das ist ein Flügel der vorderen Geschichtswissenschaften, bezeichnet wird und eben einherging mit sehr tiefgehenden Transformationen und Veränderungen,
auch, also vor allem hervorgerufen natürlich durch die Französische Revolution, die eben ganz neue Sichtweisen auf soziale, politische, kulturelle und touristische Ausrichtung der Gesellschaft hatte. Und ein sehr großer Gegensatz zu der davor existierenden Ständegesellschaft war eben, dass man nun nicht nur mit angeborenen Privilegien die Möglichkeit hatte, etwas zu erreichen, sondern dass eben der Aufstieg in einen anderen Stand oder Klasse auch über andere Faktoren zu erreichen war. Und hier war eben Bildung ein ganz zentrales soziales Unterscheidungskriterium der Zeit, um eben diese ständig kooperativen Zugehörigkeitskriterien zu überlagern oder zu verdrängen. Schröder-Grillinger spricht hier auch über die soziale Gruppe der Gebildeten aus allen Ständen, die eben mit einer Teilhabe an einer gemeinsamen Kultur, mit spezifischen Werten, Zielen, Kommunikationsformen und Verhaltensnormen eben eine neue Gruppe ausmachten, nämlich die des Bildungsbürgertums, zu der ich die Gruppe der FrühromantikerInnen auch dazu zählen würde. Das heißt, durch diese Veränderungen der Zeit wurden eben Männer zu Bürgern, aber Cliffhanger, aber kann man sich wahrscheinlich denken, Frauen nicht zu Bürgerinnen. Und das war eben begründet durch die Natur des Geschlechterverhältnisses, das einen neuen getrennten Lebens- und Wirkungsbereich von Mann und Frau spezifisch oder rechtfertigen sollte. Damit einher ging auch ein Wandel des Familienbegriffs, der vorher eher um das ganze Haus ging. Also das heißt, man hatte zwar einen Hausvater an der Spitze, aber der Begriff der Familie war viel weiter gefasst, umfasste zum Beispiel auch Gesinde oder Bedienstete. Und es gab nicht so eine klare Unterscheidung zwischen Produktions- und Privatleben. Und das änderte sich eben, dass man eben diese Trennung von privatem und öffentlichem Raum ganz klar hatte und damit auch von einer Erwerbs- und einer Familiensphäre. Und durch diese Trennung, die durch diese Änderung im Familienbegriff einherging, kam es eben auch, oder diese folgerte auch eine Neudefinition von geschlechtlicher Arbeitsteilung. Das heißt, man hatte jetzt einen neuen öffentlichen oder politische Sphäre, die ein exklusiver Raum für Männer war. Das heißt, dass die Arbeit der Männer nun als Beruf organisiert war und eben außerhalb des Hauses stattfand, ebenso wie ihr politisches Engagement. Und die Rolle der Frau wiederum war nun eher auf diesen häuslichen, privaten Bereich begrenzt und hatte eben auch eine gewisse Rollenfunktion, die damit einherging, nämlich zum einen die Organisation des Haushaltes, die Erziehung der Kinder und die Beziehungsarbeit am Ehegatten. Also es war so eine Dreifachrolle als Ehefrau, Mutter und Haushälterin. Diese Beziehungsarbeit am Ehegatten ist auch so ein bisschen hervorzuheben, weil auch in dieser Zeit so ein Wandel in der Ehe vonstatten ging. Also wo vielleicht vorher so eine Zweck- oder Vernunftsehe eher im Vordergrund stand, trat nun die Liebesehe mit einer eben starken Bindung zwischen Mann und Frau ein. Und durch dieses neue Rollenverhältnis der Frau wurde eben auch die Beschränkung die Erziehung der Mädchen eng auf diese sehr zweckbetonte Funktion hin ausgelegt. Nichtsdestotrotz möchte ich hier kurz erwähnen, gab es natürlich auch damals schon Stimmen gegen dieses vorherrschende Frauenbild. Also die Gesellschaft war wie die heutige vielleicht auch jetzt da auch schon etwas diverser aufgestellt, auch wenn die vielleicht nicht gerade die lautesten waren. Wie zum Beispiel Olympe de Gouges, die in ihrer Erklärung der Rechte der Frauen und Bürgerinnen daran appellierte, dass Frauen eben als Bürgerinnen der Nation gleichberechtigt an Leben teilhaben sollten. Ebenso wie Theodor Gottlieb von Hippel, der über die bürgerliche Verbesserung der Weiber schrieb und hier eben auch für einen gemeinsamen Unterricht und die Zulassung von Frauen an den allermeisten bürgerlichen Beschäftigungen und staatlichen Ämtern appellierte. Oder auch Mary Wollstonecraft, die bei der Rettung der Rechte des Weibes eben auch für Gleichheit und politische Repräsentation von Frauen eintrat. Also ich habe das jetzt hier nochmal aufgeführt, um zu zeigen, dass die Diskussion natürlich auch vielfältig war, weil auch andere Stimmen gehört wurden. Und wie gesagt, ich rede hier auch von der spezifischen Gruppe des Bildungsbürgertums. Das heißt, es gab natürlich auch noch andere Gruppenstände in der Gesellschaft, aber konzentriere mich jetzt eben hier auf diese Gruppe und auf die Rolle der Frau innerhalb dieser Gruppe. Oder die stereotypische Rolle der Frau innerhalb dieser Gruppe. Zusammenfassend schreibt Frevert hier, der in der Aufklärungsliteratur popularisierte Alternativentwurf der bürgerlichen Familie
suchte das Vakuum zu füllen, das die veränderten Lebensumstände hinterlassen hatten, und kam zugleich den sozialen Innovations- und Unterscheidungswünschen des gebildeten Bürgertums entgegen. Das heißt, wir haben hier einen Rollenzugang zu Frauen, der Frau als eine Frau innerhalb des Bildungsbürgertums definiert, mit eben einem sehr eingeschränkten häuslichen Wirkungsbereich und auch sehr klar definierten Aufgaben innerhalb des Wirkungsbereichs. Auf der anderen Seite haben wir das Frauenbild, das in der Romantik oder auch in der Romantikforschung transportiert wird. Und hier gestaltet sich das etwas anders. Hier kann man nämlich eher von einer Überhöhung von Frauen als leibhaftige Utopie, als ein lebendiges, sinnliches, greifbares Versprechen sehen. Das heißt, Frauen wurden hier zu so einer Art Ideal stilisiert. Novalis schreibt hier, dass Frauen vollendeter seien als Männer und die geborenen Künstlerinnen. Oder für Friedrich Schlegel verkörpern Frauen Poesie als Inbegriff harmonischer, ganzheitlicher Persönlichkeiten, hätten die angeborene Gabe zur Liebe als heiliges Feuer der göttlichen Wollust. Auch findet man bei Friedrich Schlegel Aufforderungen zur Bildung von Frauen, die praktisch diese Schranken des Häuslichen überwinden sollten, um eben auch in dieser Gelehrsamkeit teilzuhaben. Das heißt, hier haben wir eher so ein Ideal von einer wechselseitigen Annäherung und einer Vermischung der Geschlechter, ohne dass deren Unterscheidung natürlich verloren gehen sollte. Zudem hat man innerhalb der Romantik oder vielleicht auch für einige Frauen des Bürgertums, die zumindest der Romantik zugeordnet hätten, noch gewisse andere Rollenfunktionen als von Frauen, nämlich zu einem, die der Frau als Salonière, also Reine Lewin zum Beispiel oder Henriette Hertz hatten ja Salons in Berlin, und diese Salons waren eben eine Möglichkeit, in einem Zwischenbereich des nicht mehr privaten und noch nicht öffentlichen so eine Art eigene Form von Bildung, Kunst und Kultur zu leben. Also es waren Orte, an denen sich eben sehr zwanglos beim geselligen Treffen verschiedenste Menschen getroffen haben, um eben über alles Mögliche zu diskutieren, zu reden. So eine Art intellektueller Kreis, könnte man eigentlich sagen. Und zudem war es auch nicht unüblich, dass Frauen auch eigene Werke schrieben, also zum einen Übersetzungsarbeiten, aber eben auch eigene literarische Werke. Wobei man hier auch betonen muss, dass es auch nicht selten aus finanziellen Gründen geschah. Das heißt, die Frau damit einfach was zuverdienen wollte zum gemeinsamen Haushalt. Und wir haben natürlich das Schreiben von Briefen von Frauen ganz vermehrt. Rebecca Canzarino spricht in dem Zusammenhang auch als Ausdruck weiblichen Lebens und Erlebens. Und somit haben wir auch eine gewisse Dokumentation von Lebensraum, Mentalität und Problemen von Frauen. Das Ganze muss natürlich auch innerhalb der Forschung kontextualisiert werden oder problematisiert. Und hier haben wir bei dem Beispiel jetzt bei Briefen von Frauen natürlich die Problematik, dass Briefe lange nur als Fundgrube für eben bibliografische Details von Männern gesehen wurde. Also Frauenbriefe wurden immer im Zusammenhang mit einem Männerbrief gesehen und man oft diese Briefe lange Zeit nur veröffentlichte, um eben Informationen über Männer oder eben die literarische Kultur dieser Zeit zu erhalten. Dazu kommt auch, wie so oft, die desolate Quellensituation. Das heißt, Briefe von Frauen wurden vernichtet, sind nicht mehr auffindbar, wurden vielleicht nicht in der gleichen Art und Weise ediert und erhalten wie Briefe von Männern. Und ebenso muss man auch bei Werken von Frauen betonen, dass eben diese Fokussierung auf Frauen im Vergleich zum normalen Literaturbetrieb, männlichen Literaturbetrieb, auch wieder eine Abgrenzung zur Folge hat. Werden schreibt dazu auch, dass eben so lange männlich gelesene Autorschaft die Normalnorm ist, sind eben weiblich gelesene Autorschaften immer eine Besonderheit oder eine Ausnahmeerscheinung. Und wenn man von Schlegel, Tieck, Amen und so weiter redet, sind damit eben meistens die männlichen Protagonisten gemeint und nicht ihre schreibenden Partnerinnen, Schwestern, Töchter und so weiter. Nichtsdestotrotz können wir hier aber feststellen, dass wir hier doch ein anderes Rollenverständnis haben als das, was ich vorhin als dieses Stereotypische der Frauen im Bildungsbürgertum geschildert haben. Frevert schreibt hierzu, diese Frauen, also die Romantikerinnen, nahmen an den intellektuellen und wissenschaftlichen Debatten ihrer Zeit gegen Anteil, waren als charmante, hochgebildete Gastgeberin im Mittelpunkt aller Geselligkeit und wagten sich mit eigenen Romanen und Übersetzungsarbeiten auf das literarische Parkett.
Das heißt, wir haben hier so eine Art Spannungsfeld, nämlich einmal dieses Bild, stereotypische Bild der Frau des Bildungsbürgertums im häuslichen Wirkungsbereich und auf der anderen Seite das der Romantikerin um 1800, die auch durch ihre eigenen Werke oder Briefe und eben auch Salons wirken konnte. Nun schaue ich mir ja aber nicht die Quellen direkt an, sondern gehe ja eher den Weg über die Daten zu diesen Quellen, also Daten über diese Quellen. Und hier stellt sich natürlich die Frage, welches theoretische Framing aus den Digital Humanities gebraucht wird, um die Rollen von Frauen in diesen Quellen zu bearbeiten. Und hier greife ich auf Ideen des Data Feminism zurück, die ich jetzt in den folgenden Minuten etwas näher vorstellen möchte. Data Feminism ist jetzt so kein, also es ist ein festgesetzter Begriff, weil es darüber ein Buch gibt, aber es gibt auch viele Arbeiten innerhalb der DH, die diesen Begriff oder diesen Begriff vielleicht explizit nutzen, aber eben über diese Herangehensweise an Daten über marginalisierte Gruppen trotz allem sprechen und schreiben. Risen zum Beispiel schreibt diesen Zusammenhang von Mikrohumanismen und betont eben, dass wir das bei der Arbeit mit Daten aus historischen Quellen zum Beispiel nicht tun dürfen und dass wir eben Vorannahmen in Daten in Bezug auf Kategorien wie zum Beispiel für meinen Fall Gender, aber auch anderen Kategorien wie Klasse, Disability und so weiter oder eine Kombination deren nicht unreflektiert wiederholen dürfen und wir vielmehr hierbei aktuelle Forschung aus den Geisteswissenschaften, wie zum Beispiel Geschlechtergeschichte, Kulturwissenschaften und so weiter, wieder auf die Age zurückführen müssen. Damit einher geht auch eine geforderte Transparenz, zum einen bei der Sammlungspraxis der Daten, aber auch bei Fragestellungen der Modellierung und Zusammensetzung des Forschungsteams, um eben diese Old Binaries of Authority zu überwinden und eben einfach klarzumachen, welche Vorannahmen man getroffen hat oder welche Selektion man getroffen hat bei bestimmten Entscheidungsprozessen, wie zum Beispiel der Modellierung eines Datenmodells. Janke et al. Haben dann auch für historische Forschungsdaten so einen kleinen Kriterienkatalog zusammengestellt, der eben erleichtern soll, datenfeministisch mit solchen Daten, mit solchen Corpora umzugehen. Der erste Punkt ist vielleicht etwas trivial, aber ist eben oft noch nicht gemacht worden, nämlich dass das Geschlecht in den Daten einfach mitmodelliert werden muss, wenn man quantitativ arbeiten möchte. Und das bedeutet zum Beispiel auch, dass man Datenlücken im Normdatensystem überwindet und eben Informationen zum Geschlecht oder zu Gender in den Personendaten verankert. Auch sprechen Sie davon, dass man mit Quellenlücken umgehen muss. Das heißt, entweder Quellen von oder über Frauen stärker in Forschungsprojekte berücksichtigen oder eben auf Leerstellen, wenn es keine Quellen dazu gibt, hinzuweisen. Und auch, dass es wichtig ist, diese Gender-Stereotypen zu überwinden, also diese klassischen Rollenklischees, die man vielleicht hat, wenn man jetzt zum Beispiel wie an die Rollen oder die Rolle der Frau bei den Romantikerinnen zurückdenken, dass man vielleicht diese Idee als Frau als eine überhobene Utopie eben kontextualisiert und aufbricht und vielleicht vielmehr, anstatt diese Stereotypen zu überwinden, neue Forschungsfragen stellt. Das heißt, dass man Geschlecht als Analysekategorie nutzt und mit digitalen Methoden quantifizierbar macht. Und eben im Zuge dessen dann auch die Forschungslandschaft diverser gestaltet, indem man mehr Protagonisten in den Fokus nimmt oder eben mehr zu Diskursen als zu Personen forscht. Wenn man das Ganze zusammenfasst und auf den Punkt bringt, dann haben nach Ignazio Klein, die auch eben das Buch Data Feministen geschrieben haben, Data Feministen definiert als eine Art, über Daten nachzudenken, sowohl deren Nutzen als auch die Grenzen. Dieses Denken ist geprägt von direkter Erfahrung, ein Commitment zum Handel und intersektionalen Feminismus. Sie stellen fest, dass Macht in der Welt nicht gleich verteilt ist, sondern größtenteils nur von einer kleinen Gruppe der Gesellschaft ausgehandelt wird. Und durch datenfeministisches Denken soll zunächst gezeigt werden, wie einerseits diese Standardpraktiken in Data Science dazu führen, dass diese existierenden Ungleichheiten gefestigt werden und wie andererseits Data Science selbst dazu benutzt werden können, um diese
ungleiche Verteilung von Macht herauszufordern und zu verändern. Das heißt, ich habe hier diese zwei Rollen, die aus der Zeit herauskommen und die praktisch Frauen als ja, mit gewissen Funktionen und ja, vielleicht Stereotypen behaften. Und auf diese Rollen drauf setze ich aber dieses data-feministischen Framing oder diese data-feministischen Material Rahmen, um das Material einzurahmen, um mich eben zu fragen, welche Diskurse vielleicht innerhalb dieser Rollen festgestellt werden können, wie es sich verhält, wenn wir hier vielleicht verschiedene Personengruppen untersuchen, also auch weg von diesen großen Namen, wie jetzt zum Beispiel Pauline Schlegel und so weiter, und hier eben eher das Geschlecht als Analysekategorie zu nehmen, um eben mit Hilfe von quantitativen Methoden Antwort auf diese Fragen zu finden. Und die quantitative Methode, mit dem ich das Ganze untersuchen möchte, ist die der Netzwerkanalyse. Unter Netzwerkanalyse versteht man, ich habe es hier mal mit diesem Schauspiel zusammengefasst, oder das war Francis et al. Erstellt und habe mich daran orientiert, dass man praktisch ein Phänomen hat, also eine Forschungsfrage. Und diese Forschungsfrage, die abstrahiert man zunächst auf ein konzeptuelles Datenmodell. Also überlegt sich, was könnten Strukturen in Form von Knoten und Kanten sein, um diese Frage zu beantworten oder zu untersuchen. Und auf dieser Grundlage, auf diesem konzeptuellen Netzwerkmodell, wird dann eben das konkrete Netzwerk erstellt, das heißt mit Daten gefüllt, und dann eben daraufhin gehen, die Analysen, die Messdaten und so weiter durchzuführen, um eben im besten Fall Antworten auf die Forschungsfrage, auf das Phänomen finden zu können. Das heißt, Netzwerkanalyse ist die Abstraktion eines Datensets aus dem Knowledge Graph, also in unserem Fall im Knowledge Graph, in Form von Knoten und Kanten, die mit diesen Knoten verbunden sind, welches anhand der Forschungsfragen analysiert und in einer Netzwerkvisualisierung repräsentiert wird. Und historische Netzwerkanalyse heißt praktisch nichts anderes, als diese formalen Methoden eben auf die eigene geschichtswissenschaftliche Forschungsperspektive anzuwenden. Das heißt, wenn man das jetzt zusammenfasst, ist das hier das theoretische Framing, in dem ich mich bewege. Wir haben innerhalb als Kern sozusagen diese Sicht auf Geschlecht, die aus dem historischen Kontext kommt und zum Teil aber in so einem Spannungsfeld miteinander steht. Darauf wird dann diese datenfeministische Rahmung gelegt, sodass dann eben diese Geschlechterrollen auch adäquat untersuchen kann. Und das wiederum wird mit Hilfe der quantitativen Methode der historischen Netzwerkanalyse durchgeführt. Das heißt, Netzwerke, die ich modellieren möchte, sollen auch im Hinblick auf diesen Rahmen immer konzeptiert werden. Ich zeige nun die Datenmodelle oder die Netzwerkmodelle, die ich gerne anwenden möchte, sowie auch schon sehr erste Ergebnisse, wobei das wirklich eher so ein Ausblick darauf sein soll, was denn mit der Netzwerkanalyse möglich ist, und noch nicht, ja, noch nicht das letzte Wort dazu sozusagen ist. Zunächst zu den Netzwerken, die ich gerne modellieren möchte. Wir oder die Kolleginnen im editorischen Team addieren eben innerhalb der Briefe aus, auch Registerdaten, das heißt Personen, Werke, Zeitschriften, Institutionen und Orte. Und hier wäre es nun möglich, dass man ein Personen-Werk-Netzwerk erstellt. Das heißt, zum einen sich anschaut, welche Person erwähnt welches literarische Werk in ihren Briefen. Und das vielleicht im Vergleich jetzt auch zu einem Konkurrenznetzwerk, also welche Person wird im selben Brief erwähnt wie ein bestimmtes Werk. Und diese Netzwerke sollen aber mit der Kategorie des Geschlechts oder von Gender als Analysekategorie modelliert werden. Das heißt, es wäre hier möglich, dass wir zum Beispiel ein Netzwerk machen, das nur aus Frauenbriefen besteht innerhalb dieses Modells, ein Netzwerk, das nur aus Männerbriefen besteht, einmal das Ganze auf das Gesamtnetzwerk anwendet und dann diese Netzwerke, die daraus bestehen, miteinander vergleicht und vielleicht gewisse Strukturen herauskristallisieren lässt und diese dann miteinander in Verbindung setzt und eben weiterführende Analysen im Sinne der Forschungsfragen durchzuführen.
Was auch denkbar wäre, ich habe ja gerade erwähnt, dass wir die Registerdaten innerhalb der Briefe auszeichnen, aber wir zeichnen darüber hinaus auch noch Statements aus, das heißt Aussagen innerhalb dieser Briefe, die etwas mit den schon angesprochenen Fragen zu Wissenstransfer und Kommunikationsprozessen zu tun haben, die wir innerhalb des Projekts Korrespondenzen der Fluromanik erforschen wollen. Diese Statements folgen der Subjekt-Prädikat-Objekt-Trippelstruktur, die man ja auch aus dem Semantic Web kennt. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel aus den Daten mitgebracht, aus dem Knowledge-Graphen. Dieser grüne Punkt hier in der Mitte ist praktisch der Statement-Knoten, an dem dann jeweils das Objekt, das Subjekt und hier das Prädikat, in dem Fall ist es aufgeschlüsselt in zwei Teile, dranhängen. Und hier ist das Statement praktisch, dass Caroline Schelling Ratschlag bezweifelt von Johann Wolfgang Goethe. Und es wäre nun eben möglich, diese Strukturen innerhalb eines Netzwerks auch wieder abzubilden im Sinne von Person, Predicate, Object, um eben hier auch bestimmte Statements, die Rückschlüsse auf die Frage von der Rolle der Frau im Netzwerk der Frühromanik geben können, abzubilden. Diese Prädikate in der Mitte, das sind Begriffe, die innerhalb eines kontrollierten Vokabulars festgehalten werden. Das heißt, ich habe hier auch eine gewisse Quantifizierbarkeit. Und da ist natürlich, das ist dann vielleicht eher so ein experimenteller Ansatz, aber da könnte man sich auch mal anschauen, welche Prädikate vielleicht oft in Verbindung mit Frauen genannt werden oder wo Frauen oft als Subjekt stehen, in Verbindung zu welchem Objekt. So viel zu den theoretischen konzeptuellen Modellen. Ich werde nun noch etwas auf bereits erste Netzwerke eingehen, die wir in dem Projekt schon modelliert haben, und möchte damit dann auch zeigen, exemplarisch, welches Potenzial Netzwerkanalyse eben auch mit Zentralitätsmaßen haben, um schon erste Analysen und Thesen zu präsentieren. Hier muss aber vorweggenommen werden, dass das alles noch Work in Progress ist, also unser Datenkorpus ist noch nicht vollständig. Die Daten, die jetzt hier in diese Analysen eingegangen sind, sind die Briefe von August Wilhelm Schlegel von und an, Friedrich Schlegel, Caroline Schlegel, Schleiermacher und Johann Gottlieb Fichte, wobei bei Fichte auch noch die Briefe seiner Ehefrau Johanna Fichte mit in der Briefedition, die danach noch ediert wurden. Das heißt, wir haben hier natürlich ein Netzwerk, das auf diese Person fokussiert ist, nur nicht das Gesamtnetzwerk, das wir später gerne haben würden. Wenn wir nun jetzt innerhalb von diesem Netzwerk ein Sender-Empfänger-Netzwerk erstellen, das heißt, wir haben eine Person, die einen Brief an eine andere Person schreibt, ergibt sich hieraus ein Netzwerk, das 402 Knoten hat, die mit 4606 Kanten verbunden sind. Und auf diesem Netzwerk wollen wir nur ein paar Zentralitätsmaße berechnen, mit denen ich eben zeigen möchte, wie man hier datenfeministische Untersuchungen, wie man hierbei für datenfeministische Untersuchungen vorgehen könnte. Zunächst haben wir bei diesem Sender-Empfänger-Netzwerk die Auto-Decree-Centrality berechnet. Auto-Decree-Centrality zählt die ausgehenden Kanten eines Knotes. Das heißt, in unserem Fall, dass eine Person mit einer hohen Auto-Decree-Centrality entweder viele Briefe versendet oder eben vielmehr, dass viele Briefe von dieser Person erhalten sind. Und wenn wir uns hier die Ergebnisse ansehen, sehen wir eben, welche Personen innerhalb dieses Netzwerkes viele Briefe versenden, beziehungsweise, ich habe jetzt hier mal gefettet, die Frauen innerhalb dieses Netzwerkes dargestellt. Und hier ist eben auffällig, dass natürlich vor allem im oberen Bereich eben jene Editionen sind, die auch die Grundlage waren für diesen Korpus. Aber weiter unten sehen wir vor allem Familienmitglieder der Person innerhalb dieses Netzwerks. Das heißt, dass hier auch oft Familienmitglieder oder auch weibliche Familienmitglieder vor allem viele Briefe versenden. Hier ist das Ganze mal visualisiert, aber Visualisierungen sind ja mit Vorsicht zu behandeln. Deswegen werde ich jetzt im Folgenden auch immer eher auf die Zahlen eingehen und nicht unbedingt auf die Visualisierung.
Das Ganze könnten wir nun oder haben wir mit den erwähnten Personennetzwerk verglichen. Erwähnte Person heißt, dass wir eine Person haben und die erwähnt in ihrem Brief eine andere Person. Und das Netzwerk ist schon um einiges größer. Wir haben hier eine Anzahl von 2091 Knoten, die mit 16.478 Kanten verknüpft sind. Und wir haben nun für dieses Netzwerk mal die Index-Centrality errechnet. Das heißt, es zählt die eingehenden Kanten in einen Knoten. Das heißt, dass Personen mit einer hohen Index-Centrality oft von anderen in ihren Briefen erwähnt werden. Ich habe hier jetzt mal die Visualisierung an den Anfang gepackt, damit man vielleicht auch erahnen kann, warum es hier wichtig ist, immer auf die Maßzahlen wirklich einzugehen und die Visualisierung vielleicht eher so als kleines Schmankerl mitzunehmen kann, um da auch mal einen anderen Zugang zu finden, weil das einfach dann Größen annimmt. Das sind aber, wie gesagt, noch nicht alle Briefe, die ja so nicht mehr einfach aussagekräftig sind. Und was wir hier auch mal gemacht haben, ist, das sieht man jetzt hier ganz gut, tatsächlich mal an dieser Visualisierung. Wir haben jetzt hier mal die Maße einmal mit allen Knoten und Kanten berechnet und haben dann im zweiten Schritt Personen mit einer Erwähnung weniger als zwei herausgeworfen. Das heißt, es ist dann wieder wir haben das Netzwerk insoweit manipuliert, dass eben Personen, die nicht besonders oft erwähnt wurden, dann bei der zweiten Berechnung nicht mehr mit eingehen. Und wenn man diese zwei Tabellen nun nebeneinander stellt, ergibt sich folgendes Bild, dass Caroline Schelling anscheinend sehr oft erwähnt wird und das vor allem, wenn man die Multiplicity erhöht, also Personen, die selten erwähnt werden, erstmal rauswirft sozusagen, man auch mehr Frauen für die Untersuchung bekommt. Das habe ich mir auch dadurch erklären lassen von meinen Kolleginnen aus der Romantikforschung, dass eben auch innerhalb der Briefe oft natürlich auch die Ehefrauen oder Mütter gegrüßt wurden. Das heißt, das könnte eine Erklärung dafür sein. Aber nichtsdestotrotz zeigt es auch so ein bisschen, wie man solche Manipulationen vielleicht auch nochmal einen anderen Blick auf die Daten bekommen kann. Was man hier nun aber auch machen könnte, beziehungsweise was wir auch gemacht haben, ist diese zwei Netzwerke, die ich gerade gezeigt habe, also einmal das Sender-Empfänger-Netzwerk und auf der anderen Seite das Personennetzwerk in Verbindung miteinander setzt und eben eine Korrelation zwischen dem Out-Degree des Sender-Empfänger-Netzwerks und des In-Degree des erwähnten Personennetzwerks herstellt. Das heißt, dass wir davon ausgehen, dass Personen, die viele Briefe schreiben, eben auch die am meisten erwähnten Personen in ihren Briefen erwähnen. Und wenn wir uns jetzt hier nochmal die Tabelle in Erinnerung rufen, kann ja auch nochmal zurückgehen, sehen wir natürlich zum einen, wie gesagt, dass Caroline Schelling oft erwähnt wird. Wir sehen aber auch Personen wie zum Beispiel Goethe als wichtige Person dieser Zeit oder auch Shakespeare als damals schon historische Person. Und das kann eben auch gewisse Rückschlüsse zulassen. Nehmen wir zum einen, dass zum Beispiel Caroline Schlegel-Schelling oder auch Dorothea Veit-Schlegel oft Personen aus dem Kreis der Romantik und der Familienmitglieder erwähnen, aber eben zum Beispiel auch Shakespeare. Und hier könnte man nun ansetzen, um weitere Analysen zu ziehen, vielleicht auch mal Close Reading mit einzubeziehen, also da mal mit Hilfe der Netzwerkanalyse zu schauen, wo das besonders oft vorkommt, um zum Beispiel Rückschlüsse zu erhalten über die Übersetzungsaktivität von Caroline Schlegel-Schelling. Es ist nämlich so, dass in der Romantikforschung auch zu lesen ist, dass sie einen nicht unerheblichen Anteil an den Übersetzungsarbeiten ihres Mannes hatte, ihn zum Beispiel bei den Shakespeare-Übersetzungen ganz stark unterstützt hat, aber man konnte das eben bisher noch nicht quantifizieren. Und mit solchen Methoden ist es eben möglich, diese Rolle von Caroline Schlegel als Übersetzerin quantifizierbar zu machen. Das muss natürlich nicht nochmal dann weiter angeschaut werden, wenn wir mal wirklich alle Daten haben oder einen vollständigen Datensatz haben. Aber das sind genau die Ansätze, die ich Ihnen damit zeigen möchte, wie man auch mit solchen Lücken im Netzwerk umgehen kann oder wie man mit solchen Netzwerken und mit diesen Manipulationen und Vergleichen von den Strukturen miteinander eben schon die Rückschlüsse ziehen kann, die einem helfen können, hier datenverbindlich zu arbeiten oder auch Rückschlüsse
zu ziehen, die eben für datenfeministische Fragen relevant sind. Ich komme zu der Diskussion des bisher Gesagten oder auch vielleicht offenen Punkten, die ich jetzt noch in den weiteren Jahren meiner Promotion bearbeiten möchte. Und zwar zum einen, das habe ich vorhin schon erwähnt, bei den bei Janke et al., die ja so einen Kriterienkatalog hatte, wie man datenfeministisch arbeitet, nämlich dass das Geschlecht in den Daten mitmodelliert werden muss. Momentan ist es bei unseren Daten noch nicht der Fall. Also die Tabelle, die ich gezeigt habe, da wusste ich eben, wer die Frauen sind, weil ich wusste, wer die Personen sind. Aber gerade wenn wir vielleicht von Frauen reden, die eben nicht diese Galionsfiguren der Romantik sind, sondern vielleicht Frauen, die weniger bekannt sind oder einfach, ja, vielleicht nur die Ehefrau von einer Person, man, ist es natürlich sehr wichtig, dass man hier einfach das Geschlecht mitmodelliert, um sich zum Beispiel ein Netzwerk ausgeben zu lassen, das nur aus den Frauen innerhalb dieses Briefkorpus besteht. Hier ist es natürlich die Schwierigkeit, dass das irgendwie im besten Fall automatisiert geschehen muss. Und unser Vorgehen wird jetzt sein, dass wir uns aus der GND die Daten zum Geschlecht holen und es praktisch automatisiert auf unsere Daten rückschreiben lassen. Hier ist natürlich zum einen die Problematik, dass somit erstmal nur Frauen, die in der GND auch vorhanden sind, so automatisiert ein Geschlecht zugewiesen bekommen können. Und zum anderen haben schon stichprobenartige Untersuchungen von uns ergeben, dass das Geschlecht als Kategorie auch oft einfach fehlt. Also gerade bei eben jenen Frauen, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind oder vielleicht jetzt nicht ganz relevant erachtet werden, ist eben diese Information einfach nicht hinterlegt. Und für Frauen, die keine GND-Nummer haben, natürlich erst recht nicht. Das heißt, hier müssen wir uns so ein bisschen überlegen, wie wir vielleicht auch dann später so halbautomatisiert mit Named Entity Recognition und so weiter Ansätze finden können, um diese Kategorie einfach mitzumodellieren. Aber es ist einfach ein Arbeitsschritt, der gemacht werden muss und der eben auch ja, Zeit und Ressourcen kosten wird. Diese Modellierung der Kategorie Geschlecht führt oder kann eben aber auch zu diesen, Dominik Schirner hat es als Reproduktionserfordernis, Reproduktionsgefahren bezeichnet, mit sich führen, nämlich eine neue Zuschreibung in Hinsicht auf Geschlecht oder Gender in den Daten kann eben auch immer eine Fremdzuschreibung mit sich führen. Zumal man sich ja hier auch bewusst werden muss, dass wir hier ja nochmal Geschlecht innerhalb eines historischen Kontextes begreifen müssen. Das heißt, hier ist jede neue Zuschreibung eben automatisch oder könnte automatisch auch eine Fremdzuschreibung führen sein. Und das ist einfach etwas, das man sich bewusst sein muss und das man innerhalb der weiteren Analyseschritte dann auch kontextualisieren muss. Bewusstsein im Kontext ist das richtige Stichwort. Wie schon oft erwähnt, ist es eben sehr wichtig, bei der Zusammenstellung des Korpus transparent zu sein, also auch Lücken aufzuzeigen. Und hier steht es auch ganz stark in Verbindung mit der Datenkritik zum vollständigen Korpus, vollständig. Ich habe vorhin ja erwähnt, dass die Netzwerke, die wir bisher modelliert haben, noch nicht vollständig sind. Aber die Frage ist natürlich, gerade bei einem Briefnetzwerk, was ist überhaupt vollständig? Also Briefe fehlen einfach immer, es fehlen auch Briefe von Männern. Und dann ist ja auch die Frage, dass diese Kontinuität, die vielleicht ja, dargestellt wird, wenn man sagt, man hat hier einen Brief und einen Antwortbrief, wieder einen Brief und einen Antwortbrief, eine ist, die wir ja auch aus der heutigen Sicht betrachten, weil wir diese Briefe vor uns liegen haben. Aber wenn natürlich zwischen einem Brief vielleicht ein Jahrzehnt vergangen ist, bis ein Antwortbrief kam, ist eben auch die Frage, was ist denn hier für eine Korrespondenz oder für eine Kontinuität von Korrespondenz mit sich führt. Und das ist auch ein ja, Zustand, den man hier einfach transparent beschreiben und aufzeigen muss. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass es auch wichtig ist, dass man keine stereotypischen Biases mit in diese Analysen einbringt, zum Beispiel Frauen als Musen, Ehefrauen, Schwestern und so weiter. Ich habe ja auch vorhin schon diese historische Komplexität von Geschlecht angedeutet. Es wäre hier natürlich aber auch mal lohnenswert, vielleicht mit einem Einbezug von aktuellen Perspektiven sich diese Daten anzuschauen, zum Beispiel auch mit einem Einbezug von Diskussionen wie Mental Load und so weiter.
Also gerade wenn wir uns überlegen, wie oft innerhalb dieser Salons irgendwelche Begegnungen stattfanden oder auch später im Hause der Familie Schlegel, das sind ja alles Ereignisse gewesen, die organisiert werden müssen. Und hier ist natürlich auch die Frage, wie man da vielleicht mit neuen Perspektiven draufschauen kann, vor allem weil wir hier ja wirklich über eine sehr privilegierte Schicht innerhalb dieser marginalisierten Gruppen von Frauen reden, nämlich des Bildungsbürgertums. Und das natürlich immer ein Unterschied ist, wie wenn man jetzt Frauen zum Beispiel aus der Bedienstetenschicht untersuchen würde, zu dieser noch weniger Quellen gibt und die aber einen wahrscheinlich einen nicht unerheblichen Arbeit an diesen Treffen und so weiter geleistet haben. Das führt mich auch zu diesem Punkt, dass wir eben Frauen nicht als Singular, sondern als Plural begreifen möchten und somit eben auch Funktionscluster entdecken möchten, wenn eben auch innerhalb dieser bildungsbürgerlichen Schicht. Und dafür ist es eben auch unerlässlich, diese Kategorie Geschlecht in den Daten mit zu motivieren. Und zu guter Letzt habe ich jetzt hier schon oft die Begriffe der Klasse in der Bildungsbürgerschaft und so weiter genannt. Es ist ja natürlich auch immens, dass man eine intersektionale Perspektive mit einnimmt, weil einige der Frauen im Korpus zum Beispiel jüdischen Glaubens waren und die sich natürlich aber vielleicht in anderen Rollenklischees konfrontiert gesehen haben als Frauen, die das nicht waren. Das heißt, hier ist es auch wichtig, wenn man dann irgendwann einen vollständigeren Datensatz hat, eben vielleicht auch mal gewisse Personengruppierungen zu bilden, um zu schauen, wie sich hier Diskurse innerhalb des Netzwerks abbilden und vielleicht auch verschieben, je nachdem, welche Frauen damit gemeint sind. Ich komme zum Schluss. Ich habe euch heute gezeigt und Ihnen, mit welchen Methoden ich im Netzwerk des surromantischen Briefwechsels Möglichkeiten finden will, die Rolle der Frau neu zu überdenken und zu analysieren. Dabei arbeite ich mit Quellen aus den Korrespondenzen der Frühromantik. Die dabei entstehenden historischen Forschungsdaten sollen hierbei aus einer datenfeministischen Schicht betrachtet werden und im Hinblick auf das Spannungsfeld der Geschlechterrollen um 1800 analysiert werden. Somit hoffe ich auch, Rückschlüsse auf die Rolle der Frau um 1800 ziehen zu können und so auch die zeitgenössischen Geschlechterdebatten zu kontextualisieren. Frauen sollen zumindest so etwas auf eigenen Füßen stehen, statt sich immer dahin zu setzen, wo der Mann es eben stand und stehen will. Und damit danke ich sehr für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen.